Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute, wie gestern schon gesagt, das erste Video zum Modpack, was Samstag starten wird. Da werden wir natürlich dann wieder einen Livestream zu machen, weil der um 16 Uhr startet auf meinem Twitch-Kanal. Und heute in diesem Video möchte ich euch schon mal die ersten Sachen von Modpack zeigen. Am Freitag wird dann auch wieder um 15 Uhr das Video kommen, wie ihr den ganzen Stissel installiert und natürlich auch die Regeln. Und ihr könnt natürlich auch jetzt schon mal, falls ich irgendwelche Fragen von euch noch nicht beantwortet habe, diese gerne in die Kommentare schreiben, die ich euch dann natürlich auch gerne, vielleicht je nachdem wie viel das sind, in einem extra Video nochmal beantworte oder halt direkt auch unter den Kommentaren. So, das hier ist der Spawn, wo ihr dann in die Welt reinkommt. Sieht natürlich jetzt gerade ein bisschen doof aus, ist gerade nur die Markierung, dass hier genau der Mittelpunkt ist und in diesem Bereich wird man gespawnt. Hier wird hoffentlich noch bis Samstag was kleiner Anfangsgebiet gebaut, wo ein bisschen Weizen ist und ein bisschen vielleicht Schweinespawner oder so weiter und so weiter, damit ihr halt was zu essen habt direkt am Anfang. Und ich möchte euch aber ein bisschen was zeigen, was so in dem Modpack alles drin ist. Zum einen Biomes of Plenty, das solltet ihr schon sehen. Es gibt jede Menge neue Biome, die es so normalerweise in Minecraft Vanilla nicht gab. Zum anderen ist es auch eins der ersten 1.12.2 Modpacks, also davon gibt es noch nicht so viele. Also wie ihr gerade gehört habt, das Modpack läuft auf der 1.12.2, also auch auf der neuesten Version von Minecraft. Somit haben wir auch die neuen Funktionen, die Minecraft von Haus aus schon bietet, auch natürlich schon mit in diesem Modpack drin. Aber wir fliegen mal nach da hinten. Ich habe da schon eine Markierung gesetzt, wo ich euch nämlich was zeigen möchte, nämlich eine Neuerung, die ich vorhin so gefunden habe. Wir sind natürlich schon ein bisschen in der Welt rumgeflogen, damit die Chunks schon mal geladen werden, was natürlich dann deutlich weniger Server-Performance frisst, als wenn jetzt direkt am Start 10 Leute, 20 Leute in alle möglichen verschiedenen Richtungen laufen. Ne? Da wird der Server natürlich viel mehr beansprucht, als wenn jetzt ein oder zwei Leute schon mal die Chance in der Nähe vom Spawn ein bisschen vorladen. So, ihr seht schon, es brennt hier so ein bisschen. Das ja, hat einen Hintergrund von dem hier und dem hier. Das sind nämlich schon Drachen-Spots, da ist nämlich schon ein Drache, gegen die man kämpfen kann. Die gibt es nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch. Unterirdisch sind das riesige Höhlen. Und normalerweise gibt es hier immer Kisten, die gibt es aber hier jetzt irgendwie nicht. Ah, da vorne, bei dem gelben. Hier, da ist ja der Hauptpunkt. Hier sind auf jeden Fall Kisten. Eigentlich sollte hier auch ein Drache spawnen. Ich glaube, das funktioniert jetzt aber nicht, wenn ich im Game-Mode bin. Wenn ich jetzt hier eine Kiste öffne und irgendwas rausnehme, sollte theoretisch gesehen ein Drache spawnen. Tut es aber nicht, weil ich höchstwahrscheinlich im Game-Mode bin. Also rein theoretisch gesehen sollte dann hier auch ein Drache spawnen. Dann können wir mal kurz gucken, was hier in so Kisten drin sind. Das ist noch relativ schwach, was hier drin ist. Okay, das Smaragd ist ja noch halbwegs in Ordnung. Ein bisschen Gold. Dieses Auto-Jump kriegt mich auf, das muss ich nachher mal in die Einstellung ausschalten. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie schwer die Sachen sind. Ich habe mal einen mit einem Dia-Schwert kaputt gehauen. Natürlich im Game-Mode, das war aber auch einer, so ein unterirdischer Roter, der glaube ich noch ein bisschen größer war als der, wenn ich mich nicht täusche. Und das hat lange gedauert. Also es ist nicht so einfach, diese Drachen kaputt zu hauen. Also ich würde euch nicht empfehlen... Ja, jetzt sei mal ruhig, ich bin hier wieder am Aufnehmen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich würde euch nicht empfehlen, direkt am Anfang hier so ein Drachenhort direkt aufzusuchen und die Kisten zu looten, weil ihr denkt, ja, krasser Loot. Ich denke, höchstwahrscheinlich werdet ihr sterben. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen. Da gehe ich mal kurz in Game Mode 3, damit wir es schneller finden. Es gibt nämlich auch jede Menge Dungeons, die man erkunden kann in der Welt, natürlich. Um halt auch noch ein bisschen was mehr... Oh, ich bin jetzt Game Mode 1, ist voll Idiot. Game Mode 3. Und natürlich Dungeons. Okay, das hier ist so ein Mini-Dungeon. Das ist aber auch recht interessant. Das ist so ein kleines Häuschen. Okay, ja, es gibt jede Menge neue Strukturen auch unter der Erde und so weiter, die man erforschen kann. Oh, das ist ja... Oh. Oh. Da finde ich durch Zufall... Uiuiui, was ist das denn? Das ist einer dieser großen Drachen, die... Naja, sagen wir mal, ist der größer als der rote draußen? Ja, definitiv ist der größer, ne? Auf jeden Fall, diese sind immer unterirdisch zu finden. Und die sind natürlich noch krasser. Also die kriegt man noch schlechter kaputt gehauen. Das Gute ist aber, man hat eine bestimmte Prozentchance, dass die ein Ei droppen, wenn man die gekillt hat. Und das Ei kann man dann irgendwie ausbrüten und dann hat man einen eigenen Drachen. Irgendwie so hat Steve mir das erklärt. Ich bin nicht so der Experte, was die Mods angeht. Ich lasse mich da eher überraschen. Wenn ihr da Fragen habt, fragt einfach Steve auf Fire, wie er auf Twitch heißt. Oder halt Shiny Lou, so heißt er in Minecraft. Das wollte ich aber euch gar nicht zeigen, aber cool, dass wir es jetzt gefunden haben. Auf jeden Fall ist hier so ein Riesendrache, den kann ich euch nicht empfehlen anzugreifen, erst wenn ihr wirklich schon ein bisschen, ja, was habt. Ne? Aber das wollte ich euch gar nicht zeigen, ich wollte euch nämlich diese Dungeons zeigen, die es hier nämlich auch gibt. Ist das hier ein Dungeon? Ne, das wird nicht so ein Dungeon sein, das ich meine. Moment, such mal kurz das Dungeon. Es gibt natürlich dann auch noch andere Sachen, die ich euch schon auf dem Weg mal erzähle. Es gibt auch Magie, mit denen ihr zaubern könnt, verschiedene neue Waffen und so weiter natürlich auch eingefügt.
Und hauptsächlich sehr, sehr viele Deko-Mods. Also Sachen, mit denen ihr krasse Sachen bauen könnt. Darum soll es nämlich auch hauptsächlich in den Modpack gehen. Man soll wieder back to the roots von Minecraft. Man soll wieder sich kreativ ausleben können. Heißt, geile Sachen bauen und natürlich auch viel erforschen. Weil das hat damals für mich auch auf jeden Fall auch den Reiz von Minecraft ausgemacht. Dieses Erforschen von unbekannten Welten. Dieses Rausfinden von den Crafting-Rezepten und so weiter. Was natürlich ja, mit Vanilla Minecraft irgendwann natürlich dann aufgebraucht war. Deswegen gibt es hier schön viele neue Mobs, es gibt neue Sachen, die man erforschen kann und sehr viele neue Gebilde, die man entdecken kann auf der Welt. Aber ich finde jetzt hier leider nicht so ein Dungeon, das ist echt schade. Oh, hier ist noch so ein Drache. Die Höhle sieht aber nicht so spektakulär aus, muss ich sagen. Ist das jetzt ein anderer Drache? Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich kann euch nur empfehlen, dieser Drachen am besten nicht anzugreifen, es sei denn, ihr seid schon gut ausgerüstet. Und mit gut ausgerüstet meine ich jetzt nicht Full Dia und Full Dia verzaubert, das ist ja, sagen wir mal, noch ein bisschen schwach gegen die. Ach, hier ist ein Minenschacht, der gut. So ist, ihr könnt euch schön die Koordinaten alle merken, dann später dann hier schön hinspotten, aber naja, ist ja nur das Anfangsgebiet, die Welt ist ja riesig. Aber ich finde hier leider nicht so ein Dungeon. Also die Dungeons sind wirklich sehr groß und sie gehen sehr tief in die Erde rein, sind richtige Labyrinthe mit sehr vielen verschiedenen Schächten und so weiter, die man auch, ja, erst auch erkunden sollte, wenn man ein bisschen besser equipped ist, ne? Also wir können hier mal, kann ich jetzt hier E drücken? Ja, das funktioniert, alle seht. Es sind gar nicht so viele Mods, es sind nur 50 Seiten, es sind gerade aktuell, ich glaube, 35 Mods oder 34 Mods drin. Wir wollten es ein bisschen kleiner halten, das heißt aber nicht, dass später vielleicht noch neue Mods hinzukommen. Also neue Mods können jederzeit immer hinzukommen, da werde ich dann aber auch später noch drauf eingehen in anderen Videos. Ihr seht, sehr viele Sachen sind hier neu hinzugekommen. Viele Bücher, Moment, das ist hier natürlich Minecraft Vanilla, also hier, ne? Biblocraft. Zu den Regeln kommen wir nämlich auch später. Wir haben auch so Steampunk-Technik. Die Steampunk-Technik darf auch in dieser Welt benutzt werden. Hier soll ja so mehr Mittelalter sein, also auch im Mittelalter-Stil bauen. Und hier darf man nur die Steampunk-Technik verwenden. Es gibt auch Industrialcraft. Das würde aber natürlich nicht so in das Weltbild von dieser Welt hier passen. Das darf man dann in der Farmwelt oder an anderen Welten benutzen. Die Farmwelt kommt ihr aber auch nicht von Anfang an hin. Da müsst ihr erstmal ein Portal bauen, um da hinzukommen. So, ihr seht schon hier auch viele neue Blöcke, die mit eingefügt worden sind. Es gibt Chisel und Bits und nochmal Chisel, womit man seine Blöcke noch richtig krass verändern kann, damit sie aussehen wie sonst noch was. Also man kann da wirklich sich kreativ richtig krass ausleben. Und natürlich, ja, das verstehe ich nicht, warum das hier jetzt nicht angezeigt wird. Ich habe kein Texture Pack oder so drin. Keine Ahnung, ich sehe auch sehr viele neue Bücherregale. Ich weiß gar nicht, ob die, nein, die sind von Chisel. Ich dachte schon, sind die jetzt neu mit Vanilla, Minecraft 1.12 reingekommen. Aber nein, das ist hier alles Chisel. Chisel Beats natürlich ist ja einer der bekanntesten Mods. Haben wir denn hier auch irgendwo was von Chisel und Bits, was ich jetzt euch jetzt zeigen kann? Okay, das ist alles Chisel Blocks. Also ihr seht schon, ziemlich viele neue Baublöcke, mit denen ihr euch kreativ ausleben könnt, würde ich sagen, ist am Start. Ja. Aber Chisel und Bits wird hier nirgendwo so angezeigt. Mann, ich will Chisel und Bits sehen. Also Blöcke on must. Natürlich auch verschiedene Lageroptionen, die wir auch mit reingefügt haben. Eine komplette Modliste wird dann auch am Freitag direkt veröffentlicht, wenn ihr auch das Modpack runterladen könnt. Ja, hier ist Industrialcraft, also wie gesagt, hier Industrialcraft darf nur in der Farmwelt benutzt werden, nicht in der eigentlichen Welt. Aber ich will jetzt in diesem Video auch gar nicht zu stark auf die Regeln drauf eingehen, weil dafür wird es ein extra Video geben, wo ich auch erkläre, wie ihr das ganze Modpack runterladen könnt. Was ich euch jetzt aber schon mal sagen könnte, ihr braucht die Twitch Desktop App. Damals war es ja Curse, das hat Twitch aber irgendwie gekauft und wir sind jetzt zusammen. Und da wird das Modpack nämlich dann später zu finden sein, beziehungsweise muss es später installiert werden. Also könnt ihr schon mal die Twitch Desktop App runterladen. Alle Subs von meinem Twitch Channel können sogar das Modpack jetzt schon runterladen auf dem Twitch Server. Twitch bietet auch in der Twitch Desktop App sowas in der Art wie Discord an, das wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall, da ist auch der Link zum Server mit unten in der Videobeschreibung, direkt unter den Link zum Twitch Desktop App. Und alle Leute, die mich bei Twitch subscribed haben, die können das Modpack auch schon im Subscriber Chat runterladen. Und natürlich, wenn ihr jetzt Amazon Prime habt und euer Sub noch niemanden gegeben habt, könnt ihr mir das auch geben, ne? Money, money, money. Nee, das wird natürlich das Geld, was ich auch nochmal hier ansprechen wollte, bevor jetzt jemand sagt, ah, du willst dann nur neue Subs machen, die Leute, die das jetzt schon runterladen können. Nein, das liegt einfach daran, dass schon mal den Leuten, die mich supporten, beziehungsweise auch dieses Projekt mit supporten, auch unterstützen will, dass die schon mal das Modpack angucken können. Die kommen natürlich auch noch nicht auf den Server. Auf den Server kommen alle erst am Samstag. Ich nutze auch das Geld, weil ich immer mit Twitch und YouTube einnehme, nutze ich auch in den seltensten Fällen für mich, vielleicht bestelle ich mir mal eine Pizza im Stream, das natürlich ja, aber die meiste Zeit wird das rausgehauen für Giveaways, die ich regelmäßig bei Twitch mache, ne? So, wir fliegen jetzt hier nochmal ein bisschen durch die Welt, ihr seht, hier sind diese neuen Biome, das sind eigentlich noch relativ langweilige Biome, muss ich sagen. Biomes und Plenty hat da noch einiges mehr auf dem Carpholz, also wird es einige geile Biome zu finden sein. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Dünenmap
reinmache auf dem Server. Also aktuell ist Dünmap noch nicht drauf. Die Leute, die jetzt nicht wissen, was Dünmap ist. Dünmap ist halt eine Mod, beziehungsweise gibt es auch als Plugin. Damit kann man dann online, indem man die IP vom Server im Webbrowser eingibt, kann man online eine Map sehen, eine Live-Map, wo ihr auch seht, wo die Spieler gerade sind. Ist eigentlich eine coole Sache, frisst aber ungemein Leistung. Und ich muss erstmal Samstag gucken, wie das mit der Server-Performance ist, weil bei Modpacks das Ganze mit der Server-Performance abzuschätzen mit den Spielern ist nicht so leicht wie bei einem Vanilla-Server oder bei einem Spigot-Server. Und ich muss sagen, der Shader sieht bei diesem Grundstück hier jetzt nicht so geil aus, also bei diesem Biom. Sieht irgendwie so verblasst aus, ne? Naja, egal. So. Ihr könnt jetzt gerne noch eure Fragen zum Modpack unten in die Kommentare stellen, wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht auch noch Wünsche, was vielleicht noch rein soll, was vielleicht schon drin ist. Wie gesagt, ganz detailliert auf die Mods und so weiter werde ich dann Freitag bzw. Samstag eingehen. Freitag wird auf jeden Fall das Video kommen, wie ihr es runterladen könnt. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich gehe mal kurz in den Game Mode, damit ihr mich hier wieder seht. Ist wieder schön, hier Minecraft zu spielen in so einer schönen Welt und kein PvP-Quatsch. Das ist schon recht geil. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr euch auf das Modpack freut und euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann spätestens Freitag wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.